Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Wir sind wieder im Elder Scrolls Universum. Und ja, wir befinden uns immer noch in Khaenassys Rast. Hinter mir ist die Weberin Benyit. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und bei der können wir jetzt die nächste Quest machen. Ich höre euren Schmerz. Ich tue, was ich kann. Ja, und wir helfen dir. Die Windfängerplantage hängt vom großen Baum ab. Dennoch wird er vor meinen Augen krank. Unsere Schicksale sind wie die Blätter an seinen Ästen. Was stimmt nicht mit dem großen Baum? Seht ihr diesen seltsamen Gifthauch? Er hat sich nach dem Orkan wie eine Krankheit über den großen Baum gelegt. Ich habe getan, was ich konnte, doch ich befürchte, es war nicht genug. Gibt es etwas, das ich tun könnte? Es gibt eine Höhle direkt unter uns. Ich habe einen Geist dorthin gerufen, um die Wurzeln des großen Baums zu heilen. Aber er ist nicht zurückgekommen. Würdet ihr nachschauen, was den Geist an seiner Rückkehr hindert? Und ihm helfen, wenn ihr könnt? Ich werde dem Geist helfen, wenn ich kann. Ich kann die Frustration des Geistes spüren. Er will dem großen Baum helfen, aber etwas hält ihn ab. Wie kann ich dem Geist helfen? Der Geist ist alt und mächtig. Er trachtet danach, sich von Wurzel zu Wurzel zu bewegen und dem Baum zu helfen, wo immer er nur kann. Aber er ist ein heilender Geist mit dieser einen Bestimmung. Er weiß nicht, wie man sich selbst verteidigt. Ist der Geist in Gefahr? Ich bin unsicher. Wenn dem so ist, muss der Geist vor jeglichem Schaden beschützt werden, während er die Wurzeln des großen Baums heilt. Er weiß, was zu tun ist. Warum ist der große Baum so wichtig? Der große Baum beschützt die Windfängerplantage vor den Winterwinden und in der Hitze des Sommers spendet er unserer Siedlung Schatten. Seine Geschichte ist mit der unseren verflochten. Aber wie unterscheidet er sich von den anderen Bäumen? Als die Windgöttin Khaenati zum ersten Mal über die Himmel zog, wurde sie, den Legenden zufolge, müde und hat sich auf den Zweigen eines kleinen Schößlings ausgeruht, ehe sie ihre Reise wieder aufnahm. Dieser Schößling wurde zum großen Baum und gab der Windfängerplantage seinen Namen. Dann müssen wir diesem Baum natürlich helfen. Das heißt, wir werden jetzt erstmal das Zinnflöz nehmen. Das ist ein tolles Gebiet zum Sammeln. Ja, das ist gar nicht mal so unwahr, weil es hier immer wieder gute Sachen gibt. Dann schnappen wir uns die Himmelsscherbe. So, und dann werden wir dem alten Geist mal helfen. Ich war mehr als 10 Jahre Kwama-Meister. Ich scheue mich nicht zuzugeben, wenn ich bis zum Hals in der Scheiße stecke und könnte gut eine Hand gebrauchen, um wieder rauszukommen. Wo liegt denn das Problem? Habt ihr schon mal versucht, ein Schiff durch einen Orkan zu lotsen, während eure ganze Ladung Kwama-Eier anfängt zu schlüpfen und durchdreht? Ich schon. Ich kann es nicht empfehlen. Nach unserem Schiffbruch sind sie schnurstracks zu dieser Höhle. Ich bin ihnen hinterher, aber sie sind etwas verstört. Verstört? Was meint ihr mit verstört? Nach dem Schlüpfen sind sie immer etwas mürrisch, aber diese Quamer sind richtig ungesellig. Ich wollte sie daran hindern, an diesen riesigen Wurzeln zu nagen. Da hatten sie etwas dagegen. Auf dem Weg hinaus stieß ich dann mit so einem hübschen Baum zusammen. Ich dachte schon, es wäre aus mit mir, aber er ist weitergegangen. Das muss der Geist sein, der versucht, die Wurzeln zu heilen. Ah? Die Kwama hat das nicht weiter gestört. Ich habe sie daran herumkauen gehört, genau wie an diesen Wurzeln. Die Kleinen scheinen davor Angst zu haben. Falls ihr dem hübschen Baumstamm bei dem helfen könntet, was auch immer er tun muss, dann wette ich, dass sie wieder hierher zurückkommen. Und die Großen? Wenn sie nicht mehr diese riesigen Wurzeln fressen würden, würden sie vielleicht wieder zahmer. Aber ich nehme es euch nicht übel, wenn ihr ein paar von ihnen töten müsst, um den Rest zu retten. Seid bloß vorsichtig, ja? Nichts ist wilder als ein verrückter Quamer. Nicht einmal meine Schwägerin. Okay, dann lege ich mich mal lieber nicht mit der Schwägerin an. Aber mit den Quamer können wir uns ja anlegen. Oh, dann nehmen wir noch schnell die Weißkappe. Die ersten kommen hier schon hoch. Ja, meine Lieben, alles gut. Wir nehmen in der Zeit mal das Kupferflöz. Ich glaube, der Geist ist hier noch unterwegs. Hallöchen. Habe ich damit bevor, Basti? Also ganz ehrlich. Das war einfach. Das war wirklich einfach. Wir sind gar nicht da und trotzdem wird der Baum geheilt. Alles gut.
Oder es war nur Eisenerz. Okay. Die Naturwächterin ist übrigens dieser Baum, den wir beschützen sollen. Wenn ihr das nicht haben wollt, dann nehme ich es gerne. So. Komm her. Kann sich nur um Stunden handeln. Zweite Welle ist durch. Oh, da kommen wir noch mal kurz hin. Hui! Das nehmen wir gerne mit. So, lauf. Damit wir die nächsten auch noch mitkriegen. Wenn ihr die nicht haben wollt, nehme ich die. Und weiter geht's. So, mach hin, wir müssen noch die vierte retten. Und da ist schon wieder eine. Na, das wäre erledigt, komm, denke ich. Ein bisschen schneller. Ja, das wäre dann so der Moment, wo ich jetzt irgendwas total Kluges sagen könnte. Aber mir fällt gerade nichts ein, deswegen würde ich sagen, warten wir einfach ab, bis die letzte Wurzel gemacht hat. So, perfekt. Dann können wir nämlich wieder rausgehen. Flups, ich nehme auch mit. Eigentlich wollte ich kein Eisenerz mitnehmen, aber wenn mir das irgendwie so präsentiert wird auf dem Weg nach draußen, dann schnappen wir das doch mal kurz. So. Wo bist du? Hi. Reiset Öffre. Der Gifthauch hat sich gelüftet. Ich spüre, wie ein neues Kapitel für den großen Baum beginnt. Obwohl die Kreaturen sich an seinen Wurzeln sattgefressen haben, war das nur ein vorübergehender Instinkt. Man kann ihnen beibringen, den großen Baum zu stärken. Seid ihr sicher, dass die Quama dem großen Baum nicht schaden werden? Die Quama werden bald lernen, die Höhle als ihr Nest und den Geist als ihre Königin anzusehen. Gemeinsam werden sie die Höhle vor allen Eindringlingen beschützen, die dem großen Baum schaden wollen. Eine neue Geschichte kann jedes Geschöpf verängstigen, bis es seine Rolle in ihr verstanden hat. Und wir bekommen eine einhändige Axt, den Wurzelspalter von der Rüstung des Auszubildenden. Ja, vielen Dank. Wir machen dann weiter. Ich würde sagen, ich lege hier oben das Auge einmal frei. Dazu müsst ihr einfach nur hinreiten und dann wird das irgendwann weiß. Und ich würde sagen, weil da oben die Hauptstory beginnt, die ist etwas länger, dass ich euch dann gleich hier unten wiedersehen werde, in der Nähe vom Mondfreudehaus, an der Plantage der lachenden Monde, und dass wir da gleich weitermachen. Ja, und wir sind jetzt am Zielort angekommen, und zwar hier unten bei der Plantage der lachenden Monde. Da werden wir jetzt erstmal die nächste Quest nehmen, beziehungsweise erstmal den Brief nehmen. Diese verdammten Kreaturen schaffen es überall hinein. Erst der Orkan, dann die Ratten aus dem Meer. Was jetzt? Fliegende Schlammkrabben? Weiß Renders Gnade. Wir brauchen mehr Zeit vor der Inspektion. Inspektion? Was für eine Inspektion? Dominion-Inspektoren, Aufseherin Harani hat um Hilfe gebeten, um die Schmuggler zu stoppen. Wir sind ehrliche Bauern mit guten Kunden. Unser Mondzucker wird nur als Gewürz und nicht zum Skoma-Brauen verwendet. Aber wenn die Inspektoren herausfinden, dass wir unsere Felder nicht beschützen können, sind wir geliefert. Wovor müssen sie denn beschützt werden? Vor haarigen, ekligen, quiekenden kleinen Ratten. Seit dem Sturm wimmelt es auf der Plantage von ihnen. Die Inspektoren werden uns fragen, wie wir unsere Felder gegen skomabraunde Diebe sichern wollen, wenn wir nicht einmal in der Lage sind, sie vor diesen Zuckerfressern zu beschützen, die hier alles vollköteln. Wie kann ich euch helfen? Findet heraus, warum Zunderschwanz-Sentje-Tiger so faul herumliegen, anstatt sich die Bäuche mit Ratten vollzuschlagen. Erwartet dieser seine Arbeit zu behalten, wenn der Talmor Ungeziefer auf unseren Feldern findet? Was wird der Inspektor machen, wenn er Ratten findet?
Bestenfalls, die Inspektoren werden befürworten, dass unser Mondzucker konfisziert wird. Und schlimmstenfalls? Im Osten brennt eine Plantage. Sind die Inspektoren dafür verantwortlich? Wer kann das schon sagen? Jedenfalls wird Mistral um unser Ableben weinen. Ohne die lachenden Monde wird das Goma durch die Straßen fließen. Woran liegt das? Wenn der Mondzucker knapp wird, wenden sich die Leute an Schmuggler. Mit den Schmugglern kommt das Goma. Aber die Inspektoren kommen nicht von hier. Sie hören uns einfach nicht zu. Ja gut, aber das ist ja gebräuchlich überall, ne? Wenn ich euch helfen kann, wo soll ich dann anfangen? Findet heraus, warum Zunderschwanz-Sentje-Tiger so faul herumliegen, anstatt sich die Bäuche mit Ratten vollzuschlagen. Erwartet dieser, seine Arbeit zu behalten, wenn der Talmor Ungeziefer auf unseren Feldern findet? Das ist doch das Gleiche. Was wird der Inspektor machen, wenn er Ratten findet? Bestenfalls, die Inspektoren werden befürworten, dass unser Mondzucker konfisziert wird. Was ist Mondzucker? Ha, ihr wollt mich wohl am Schwanz ziehen, ja? Ein weißes, sehr süßes Pulver, das auch als Gewürz verwendet wird. Manche von uns glauben, man gewinne dadurch wahres Wissen über Yakajai, wo alle Schicksale zusammenlaufen. Andere brauen Skoma daraus. Skoma? Was ist Skoma? Gift. Skoma-Händler behaupten, ein einzelner Tropfen würde genügen, um der Welt zu entfliehen. Das liegt daran, weil man durch das Trinken von dem Zeug noch mehr davon trinken will, bis man überhaupt nichts anderes mehr möchte. Was wird der Talmor machen, wenn ihr bei der Inspektion beanstandet werdet? Bestenfalls. Ja, den Kram haben wir mittlerweile auch mitbekommen. Okay, wir werden jetzt erstmal zu den einen hier, Zunderschwanz, gehen und uns mal um die Tigerchen kümmern. Ihr habt euch von Ratten besiegen lassen und ihr leid, nennt Basti. Euch Krieger. Okay, da habe ich auch noch wenig von. Das Buch lesen wir natürlich auch kurz. So. Wollt ihr einen Teppich kaufen? Oder drei? Sie sind zu nichts weiter gut. Ja, Fee, selbst ihr. Was stimmt nicht mit euren Sentje-Tigern? Fresst die Ratten nicht, sagt dieser. Hören Sie auf ihn? Nein. Dummer Sentje, fauler Sentje. Warum dürfen Sie die Ratten nicht fressen? Das haben Sie schon. Das ist das Problem. Mondzucker macht sehr schläfrig, wenn man zu viel davon isst. Ratten fressen Mondzucker, Sentje fressen Ratten und dann faule Sentje. Besonders du, Gobani. Könnt ihr sie wieder irgendwie antreiben? Nicht mit einem Zuckerbauch. Diese nutzlosen Sentje könnten eine Ratte höchstens dann töten, wenn sie auf sie drauffallen würden, aus großer Höhe. Falls die Sentje sich nicht bewegen, was werdet ihr dann wegen der Talmor-Inspektoren tun? Reingehen, die Türen abschließen und warten, bis sie wieder verschwinden? Nein, lass diesen mal nachdenken. Was könnte man ohne Sentje-Jäger... Die Donnerkäfer, hey! Nein, das würde nie klappen. Was ist mit Donnerkäfern? Donnerkäfer nisten in der Nähe. Sie verteidigen ihre leckeren Eier vor jedem, der eine Mahlzeit aus ihnen machen möchte. Ja, wenn ihr euch einen Arm voll Eier schnappen könntet. Werden sie die Eier nicht verteidigen? Zweifellos. Aber sie würden sich davor hüten, den Eiern zu schaden. Sobald ihr sie erst einmal habt, zerschlagt ein Ei in jedem Rattennest und der blitzende Zorn der Donnerkäfer wird die Ratten töten, bevor die Inspektoren eintreffen. Ihr seid doch kräftig, oder? Ein kleiner Schlag wird euch doch nicht aufhalten. Ich sehe nicht ganz so kräftig aus wie du. In Ordnung, ich werde schauen, ob das klappt. Wundervoll! Hebt ihr ein paar Eier für Zunderschwanz auf, ja? Sie sind sehr schmackhaft. Faules, kleines Stück. Warum musste ich da jetzt gerade an meinen Freund denken? Ich weiß nicht. Okay, wir schnappen uns jetzt erstmal das Benediktenkraut. Was habt ihr denn damit vor? Ich will das essen. Was denn sonst? Blöde Frage.
Wir klauen uns erstmal die Eier und dann werden wir das Ganze hier erstmal verteilen. Wenn das Eden kommt. Hallo. Nein. Nein, nicht mit Basti. So, zum nächsten. Der nicht hier ist, sondern dahinter, glaube ich. Ja, hier. So. Das sind aber fünf. Ich muss gleich mal gucken, wo das fünfte ist. Und einmal hier. Irgendwo hier müsste das sein. Ach, da. Bei den Schweinchen. Komm. So. Und einmal hier irgendwo. Da. Mache schneller. Und hier gucken wir uns das ganze Treiben dann mal an. Die Donnerkäfer kommen. Yay, die Ratten hauen ab. Sehr schön. Achso, wir haben euch nicht so bald erwartet, Inspektor Tarma. Es ist schlau, die Donnerkäfer so aus ihren Hügeln zu locken. Ein Plan, der Bandar würdig ist. Dann sind sie alle weg? Sie haben alle Ratten beseitigt. Hervorragend. Unser gnädiger Inspektor war sehr nachsichtig mit uns. Vielleicht wird es sein Urteil beeinflussen, wenn er euren Einfallsreichtum erblickt. Gibt es noch etwas, das ich tun kann? June und Jude tanzen einen Reigen der Gnade mit euch, Wanderin. Was immer der werte Inspektor auch finden mag, stehen wir tief in eurer Schuld. Und wir haben eine einhändige Keule, den Rattenquetscher, erhalten. Natürlich. Werdet ihr auch mit uns essen? Ja, das ist die Frage. Werden sie auch essen? Das wird nicht nötig sein. Khajiitische Speisen sind zu kulturell für meinen Gaumen. Ja, da sagen wir mal lieber nichts zu. Ja, heute ist die Folge etwas kürzer geworden als gewöhnlich, aber hier ist ein schöner Cut, nachdem wir diese Quest beendet haben. Deswegen würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass ich mich jetzt zur nächsten Quest aufmache und wir die dann in der nächsten Folge sehen. Bis dann! Ciao!